Sowas kann man vielleicht nur von Festivals oder so, eine Pfandmarke für Müll oder so, ein Kübel Müll. Rat der Gemeinde Groß-Larsch. Ah, Groß-Larsch. Ein Kübel Müll. Also ich schätze mal nicht, dass man einen Kübel Müll bekommen hat, wenn man das abgegeben hat, sondern keine Ahnung, damit man hat seinen Müll abgegeben und die eingelöst und vorher dafür Geld bezahlt. Ja, ich sag Pfandmarke für Müll. Ja, natürlich wieder ein Produkt mit Nachhilfe, es steht drauf. wenn der Müll abgeholt werden sollte, heute wird er abgeholt, turnusmäßig. Ja. Jede Woche einmal wird die Tonne geleert. Zu DDR-Zeiten ist man mit den Ressourcen etwas vorsichtiger umgegangen. Also es musste nicht jede Tonne jede Woche abgeholt werden, sondern nur, wenn sie voll war. Und bezahlen musste man das natürlich auch. Dafür hat man sich diese Müllmarken gekauft. Die Müllmarke wurde, wenn die Tonne voll war, auf die Mülltonne gelegt oder mit einem Band an die Mülltonne angebunden. Der Müllfahrer ist vorbeigefahren, hat geguckt, Marke dran, ja, nein, Marke dran, hat er die Marke genommen. Das war faktisch die Abrechnung, die war ja bezahlt von dem Hausbesitzer oder von dem Müllbesitzer. Ja. Dann wurde die Tonne entleert, wieder hingestellt und wenn die Tonne wieder voll war, hat man wieder so eine Marke dran gemacht. Also effektiv. Cool, das können wir heute auch gebrauchen. Ja. Weniger Müll. Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg-Vorpommern.